Hallo YouTube und willkommen zu einer weiteren Folge von Avorion. Mit dabei ist der liebe Vitis. Wir haben gerade einen Livestream, hat Vitis einen Asteroiden entdeckt. Er hat dann angefangen, seinen ersten Asteroiden zu bauen. Unter meiner Anleitung halt. Der hat Quartiere dran gebaut, Produktion dran gebaut von mindestens 1000 die Sekunde. Generatoren und einen kleinen Schildgenerator. Mehr braucht diese Station ja nicht. Und halt ein paar Docks zum Andocken. Das sieht für die erste Raumstation von uns eigentlich schon mal nicht schlecht aus. Zumindest damit man erstmal ein bisschen Geld farmt. Das Positive ist, dieser Asteroid ist in einem Sektor, wo wirklich gut verteidigt wird. Das heißt, wir brauchen nur ein bisschen Schild reinbauen und dann ist gut. Wenn Vitis soweit ist, werde ich in die Station gehen und die Station einstellen, damit die auch Geld generiert. Sag mir doch mal, wie man das. Also du kannst es gleich jetzt gerne sofort gerne machen. Ich möchte nur mal wissen, wie man das machen würde. Das macht man auch, so wie du jetzt Q angefordert hast, gibt es dann noch ein anderes Menüfenster. Du kannst hier. Das, wo jetzt zum Beispiel steht: Güter handeln, schwarzes Brett einrichten. Ja, schwarzes Brett ja nicht unbedingt. Wir machen ja nur wir beide und würden wir mit anderen Leuten noch theoretisch auf dem Server spielen, könntest du ein schwarzes Brett einrichten mit einer Quest, die du selber rannimmst, dass du die und die Rohstoffe brauchst. Die Asteroiden werden gerade werden zur Seite geschoben, das ist schon mal gut. Anflugzonen werden freigeräumt und dann gehe ich da mal rein. Wenn nicht ausgestiegen? Bist noch nicht ausgestiegen, nein. Jetzt. Dann gehe ich mal rein. Ich gehe erstmal in den Baumenü rein, wegen Integritätsdämpfer muss ich auch noch einbauen. Ein paar. Was für Dämpfer? Integrität. Generatoren. Die würde ich hinten dran setzen. Nein, die musst du ja dahin bauen, wo du dran gebaut hast. Ja, ja. Aber erstmal für unsere Hauptbase. Wo ist mein Schiff? Integrität. Schiff geparkt. Alles ein bisschen zusammenhocken. Zack. Damit die Station nicht sofort auseinanderfällt, wenn man die mal rammt. Zack, jetzt brauche ich auch mehr Ingenieure, oder? Ne, Mechaniker. Du anheuern, Mechaniker. Hat. Ach, konnte docken. Vitis? Du brauchst mir keine. Ich brauche Mechaniker. Dann hol mal welche von der Station. Kauf doch einfach normale Crew. Ach nee, passt schon. Die wird sich reinleveln. Das passt. Wenn du brauchst nur einen Mechaniker ein Level abhaben, dann passt das. Also brauchen wir es nicht. So, dann brauche ich nur noch einstellen. Ohne aussteigen, schwarzes Brett, Güterhandel. Güterhandel, Güter einkaufen, nicht. Güter verkaufen, ja. Immer Güter verkaufen. Aktiv Güter verkaufen, ja. Hast du meinem Schiff den Captain geklaut? Nein. Ach so, okay. Wurde doch zerstört? Braucht die Station einen Captain? Nein. Ich hätte einen übergehabt. Die brauchen nur einen Captain, wenn sie Geschütze hat. Und das hat sie nicht. Sollte sie die vielleicht irgendwann mal bekommen? So, Preise für Kohle sind 24 höher als in der Region, da die Nachfrage nach diesem Gut hoch ist. Das ist gute Einschätzung. Das heißt, wir können 20% machen, vollen Preis für Kohle. Nice. Und uns fehlt noch ein bisschen Geld, dann könnten wir die Mine upgraden, dass noch schneller Kohle reinkommt. Ist schon ein Frachtschiff zufälligerweise schon ein Anflug hierhin, ne? Ne, noch keins. Weiß ich nicht. Doch, da ist ein Frachtschiff. Aber will das zu mir? Das ist die Sache. Ne, ist ein Bergbau. Bergbau-Moloch. Das Schiff sieht ja auch ganz geil aus.
So, da sieht man ja auch dann immer in Chat, wenn was kommt. Ne? Was haben wir denn schon an Ressourcen drin? Pracht. Wir haben jetzt schon 480 Kohle. Das ist schon mal gut. 488 Kohle. Wir haben insgesamt... Ja. Okay, Frachtraum ist doch ein bisschen klein. Der könnte ein bisschen größer sein. Ich könnte dir 1600 Kohle vorbeibringen. Wieso 1600 Kohle? Ich kann dir nicht kaufen. Ja, das bringt ja nichts. Wir verkaufen die Kohle, oder was? Wir verkaufen Kohle. Wir kaufen keine, wir verkaufen. Weißt du? So, nochmal einen kleinen Frachtraum dran gebaut. Da hinten kriege ich da jetzt Dämpfer dran. Nötige Energie, erzeugte generelle Energie, das passt. Ein paar Produktionen wären auch nicht schlecht. Aber hier hast du nichts gesehen wegen Fahnen oder so, ne? Wie Fahnen? Fahnen oder sowas in der Art. Ich bin immer noch auf der Suche nach Ausrüstungsdepots. Wie man diese bunten Fahnen da dran baut, weißt du? Er wäre mal so interessant zu wissen. Schiffsname. Name, okay. Das sind interessante Blöcke teilweise noch bei, die du so nicht hast. Titan-Emblem. Emblemkante. Wie nutzt man die Emblemkante? Du hast in dem Spiel mehr Erfahrung als ich. Ja, das ist neu. Das ist eine neue Option. Egal. Kann ich halt nicht bauen, dann ist auch gut. Okay, es könnte sein. Es könnte sein, dass der erste Frachter kommt. Ne, der ist gerade weggeflogen. Alles Mögliche, ne? Ich würde sagen, wenn jetzt kein Güterschiff in den nächsten Minuten kommt, direkt zu unserer Station fliegt, werde ich den Preis nochmal runternehmen. Ich nehme den allgemein nur runter auf 11%. Bye. Hm? Ja. So. Warum überhaupt einer kommt für den Preis? Wenn für den hohen Preis einer kommt, warum dann runter? Ja, ich weiß es ja nicht. Ich gucke ja gerade... Was unser Preis ist, gucke ich jetzt mal gerade rein.
Güter handeln. Basispreis Faktor, okay. Regionale Angebot und Nachfrage, Preisfaktor. Ich bin immer noch etwas höher. Versuch's anzupassen, okay. Wir sind jetzt billiger. Wenn das so richtig ist. Gedockt. Okay, dann kann ich jetzt wieder in mein Schiff. Mein Schiff ist da. Sektor wechseln. Ich habe mein Schiff, solange ich da jetzt gerade geguckt habe, die ganze Zeit mein Abwracken. Ne, habe ich die ganze Zeit abwracken lassen. Die Abwrackprämie einsacken. Wie viel habe ich denn jetzt schon im Frachtraum drin? Frachtschiff ist voll. Schiff ist voll. Vitas, mein Schiff ist voll mit Trinium. Ja, verticken. Nicht verticken. Aufarbeiten. Jetzt refinieren alle. 1 Minute und 11. Okay. Über 90.000 Trinium Metallschrott. Wenn das nicht gut ist, dann weiß ich auch nicht. Immer dieses Warten. Wie das schlimm, dieses Warten, ne? Alter, ich weiß nicht, ob es am Müll an dir liegt, aber ich hatte. Der Roboter. Nee, ich habe gerade Schwankungen gehabt. Aber jetzt stabilisiert sich das gerade wieder. Hast gemerkt, ne? Hab dich als Roboter gehört, wie gesagt. Ja. So, Ressourcen haben wir abgefarmt. Ausrüstungshandel. Ich mach mal ein bisschen Geld, indem ich Waffen verkaufe. Vielleicht wird ja dann unser. Ja, behalt ein paar von den guten. Ich habe noch nicht die gut, richtig guten angebracht. Ja, ich wollte nur schlechte Waffen verkaufen. Weil wir nur im Moment zu viele haben, weißt du? Ganz viele. Das ist anstrengend, Vitas. Du bist ja nicht müde, oder? Wie kommt das? Heute zu früh aufgestanden. Kann ich daran liegen? Wann bist du denn aufgestanden? Oh, 5:30. Warum tust du das?
weil ich wach geworden bin. Jetzt bist du auf einmal so leise. Weil ich mich zurückgelehnt hab. Jetzt sind Piraten aufgetaucht. Ich möchte jetzt erst Piraten kämpfen. Das gibt ja wieder ein schönes, ja. Schlachtfeld, weißt du? Ausgerechnet an dem Depot, wo ich gerade dran war, weißt du? Mhm. Ich bin halt immer noch auf der Suche nach Ausrüstung, Ausrüstungsdepots. Ja, das ist schlimm, die Suche, ich weiß. Aber müssen wir machen, ne? Ich begebe mich ja auch gleich auf die Suche. Oder versuche Piraten halt zu erledigen, denn, und in der Hoffnung, dass sie uns was Schönes geben, weißt du? Ach, Waffen kann ich auch später verkaufen. Suchen ist gerade wichtiger, ne? Ich weiß nicht, worauf du, was du möchtest. Ja, ich möchte lieber Ausrüstungsdock suchen, also helfe ich lieber mit suchen. Na, hast du gerade gegen Piraten gekämpft oder was? Nö. Warum haben wir gerade so viel Ruf gekriegt? Und Geld? Hat unsere Station vielleicht verkauft? Unsere Station hat bis jetzt noch nichts verkauft. Muss es bei uns irgendwo gewesen sein. Bin ich in einen leeren Raum gesprungen? So, Upgrades. Habe ich hier noch irgendwas Schönes? Ein Traktorstrahl-Upgrade. Das ist nicht so. Sprung wird noch berechnet, okay. Jetzt gehen doch nicht so rum, nachher ist das nur ansteckend. Boah, hat das lange gedauert, das zu brechen. Den Sprung? Ja. Okay. Ich bin auf einem Recyclinghof. Von der Föderation, von der Fraktion hier. Wo bist du denn schon hin?
folge dem Netzwerk hier. Ich springe im Netzwerk hinterher und hoffe, dass ich da was finde. Du hast auf dem Wurmloch gefunden, oder ne? Nö. Das sind drei Tore und ein Wurmloch und du bist durchs Wurmloch, oder ne? Nein, ich bin selber gesprungen. Aber da ist ein Wurmloch. Lieg rein, ich bin nicht durchs Wurmloch. Führt das Wurmloch bei dir hin, wo du bist? Weiß ich nicht. Könnte sein. Nee, du bist da nicht durchgesprungen, aber es sieht glatt so aus, als würdest du da hingehen. Oder so noch weiter. Wuff. Es ist immer noch dieselbe Fraktion, ja, ne? Keine Ahnung. Das ist die Fraktion Rokifea Republik. Ja, die Rokifea, ja, das ist richtig. 9, 8. Die Rokifea Republik. Das ist aber nicht die, da wo unsere Station ist, das war eine andere. Du kannst ja hier schon wieder den Frachtschiff fragen, wo ist deine Heimatwelt. Warum machen wir das nicht? Mach ich mal eben. Mach mal, ich jump schon wieder. Wo ist deine Heimat? Heimat ist minus 43, 35... Minus 100, 43... 156. So gar nicht so weit weg sein. So, minus 43. Das ist hier auf der anderen Seite. Das ist da, oder? Ne. 43, 56, das ist der. Aber wie komme ich da hin? Erstmal gucken, was hier alles ist. Ausrüstungsdock nicht. Bleimine. Bisher haben wir noch nichts verkauft, ne? Also. Nicht, dass unsere Kohlemine ein Flop ist. Ja, ich habe einen Übergang gefunden. Wir trennen uns ja gerade einfach nur, um zu suchen, so einen Ausrüstungsdock, weißt du? Wo geht's hier denn rüber? Ne, da geht's rüber. So, laden, laden, laden. Ja, hier ist auch eine Kohlemine, wo ich gerade bin. Yo, hier ist sogar schon der nächste. Zanion. Zanion-Rohstoff, das sind die gelben. Wir sind schon viel zu weit, ne? Wir haben noch keine Abbau-Netze. Aber Zanion, das heißt, wir sind ziemlich nah an der Grenze zur Mitte. Irgendwann kannst du nicht mehr weiter. Weil da ein Spalt ist, da kommst du nicht rüber, weißt du?
schon interessant, dass wir Zanion gefunden haben, wegen das brauchen wir auch, also. Es steht in Chat drin, wenn unsere Station was verkauft hat und wie viel es gebracht hat, ne? Wenn es passiert. So. Jetzt drück mir die Daumen. Wahrscheinlich viel zu teuer dann, wa? So, was haben wir hier? Titrinium Bergbaulaser. Nur den Bergbaulaser, kein Air Laser. Scheiße. Raumjäger. Gibt es denn wenigstens einen Air-Mining-Jäger? Trinium, natürlich gibt es den. Das ist gut. Ne, kein Air-Mining-Jäger, sondern normaler Mining-Jäger. Schade. Lizenz von 12, das ist nicht so geil. Irgendein scheiß Depot langsam, Leute. Ja, ich suche weiter. Muss ja weiter suchen. Wir brauchen ja erstmal nur einen. Würde ja reichen. Ja. Erstmal einen finden. Ja. So, Osten. Süden, will ich nach Süden? Nein. Oder? Doch. Nein, doch. Oh. wo war denn jetzt das Tor? Ressourcendepot. Ich nehme einfach das nächstbeste Tor. So, komm schon, Ladebildschirm, geh auch weiter. Ich habe einen Asteroiden wiedergefunden, aber den verkaufe ich jetzt an dieser Fraktion halt, um die Beliebtheit zu steigern. Und wir brauchen halt das Geld, wenn wir Miner finden, ne? Wir brauchen einfach nur mehr Leute, die uns suchen helfen. Koordinaten eingeben.
mehr Leute, die uns suchen, helfen. Wir sollten einfach nur fündig werden. Das könnte auch helfen. So, meine lieben Folge, das war es auch schon mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir haben jetzt noch eine Kohlemine und wir sind jetzt auf der Suche nach einem Ausrüstungsstock, damit wir Airminer finden. Wahrscheinlich können wir uns eh nur einen leisten. Aber es ist ja egal. Wenn es euch gefallen hat, schaut beim nächsten Video wieder rein. Und bis dann, ciao, euer Possi. Ne?